Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ihr seid der geborene Herrscher, es hapert nur irgendwie an der Ausstrahlung. Kein Problem, ich zeige euch heute, wie ihr mit sehr, sehr wenig Aufwand wie der geborene Herrscher in Zukunft durch die Gegend schreiten könnt. Wie macht ihr das? Erst einmal öffnen wir dafür unser Journal. Gehen hier hinten in die Errungenschaften, geben als Suchbegriff einmal Hist ein und dann landen wir hier unter Allgemein bei der Errungenschaft Erforscherin der Schatten des Hist. Was muss ich für diese Errungenschaft tun? Betretet die Ruinen von Mazatun oder die Wiege der Schatten zum ersten Mal. Mehr nicht. Ist also wirklich nicht viel. Wo finde ich das? In Schattenfen? Ich nehme den Wegschrein von Nimmaru. Hier unten finde ich dann die Wiege der Schatten. Hier oben stehe ich gerade vor den Ruinen von Mazatun. Einmal reingehen, fertig. Ihr müsst euch dann nicht durchkämpfen und wenn ihr reingeht, passiert euch auch nichts. Also das ist wirklich, wirklich einfach. Und wenn ihr euch jetzt gerade überlegt, Mensch, ich war da doch schon tausendmal, wieso weiß ich davon nichts? Herzlich willkommen im Club. Ist ja ganz häufig, es plöppt eine Errungenschaft auf. Man nimmt das so im Hintergrund wahr, guckt aber im Endeffekt gar nicht nach, was man dafür bekommen hat. Wir bekommen dafür die Persönlichkeit heroisch. Ich verlinke unten im Text, was das genau heißt. Ihr könnt damit tatsächlich eure Persönlichkeit verändern. Ihr steht dann anders. Manche Befehle werden anders ausgeführt, dass sie eben dann auch zu dieser Persönlichkeit passen. Ja, das war's auch schon. So einfach kann man manchmal tolle Errungenschaften bekommen. Und wenn euch dieses Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sagt damit tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.